Leute, ich weiß, ihr habt eigentlich erwartet, dass heute hier mal wieder ein unterhaltsames Video redenzt wird. Doch da seid ihr hier auf dem falschen Kanal gelandet. Nein, doch. Denn was wir heute vorhaben, das erzähle ich euch liebend gerne nicht. Hey! Doch bevor es losgeht, wollte ich mich nochmal im Vorhinein dafür bedanken, dass ihr alle fleißig den Abo-Button gedrückt habt. Oder? Okay, let's go. Ich will dahin, wo die hinkamen, da war... Hier massenhaft Loot. Na gut, nicht massenhaft, aber schon Loot. Oh nee, nicht schon wieder so ein Rätsel. Ja, Door Access. Okay. Er kann nun in die Tür, beziehungsweise durch die Tür durch. Noch wer? Oh, Kacke. Ich verstehe immer noch nicht, warum die Pistolenmunition droppen. Mit der Tür ist irgendwas. Sieh dich um, dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wir speichern. Ja. Verkaufen. Nächstes Mal kaufst du aber was. Ja. Das Problem ist halt, ich habe jetzt den Smart weggegeben. Das heißt, ich habe dementsprechend keine Ich glaube nicht, dass ich die Schlüsselkarte Stufe 3 noch brauche. Wäre das dann alles? Okay, für die Koffererweiterung 2 reicht's noch nicht. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Kann ich irgendwas tunen? Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Probier mal, ob's passt. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Komm jederzeit wieder. Habe ich für die Waffe hier überhaupt einen Schnellzugriff? Tatsächlich nicht. Ich habe die ganze Zeit eine Waffe gehabt, von der ich nicht wusste, dass ich sie habe. Geil. Unliebsame Nager, ich habe genug. Ekelhafte Ratten tanzen mir vor der Nase umher und machen alles dreckig. Sowieso schon alles dreckig, also relativiert sich das doch. Sei jemand so gut und hilf mir dabei, diese kleinen Biester ein für alle Mal auszuradieren. Damit hier endlich wieder Ruhe und vor allem Sauberkeit Einzug halten kann. Auftrag, alle Ratten beseitigen. Gebiet, Abfallbeseitigung. Belohnung. Drei Spinell. Fortschritt 0 von 4. Naja, überschreiben wir mal den alten Spielstand. Leon! Au! Was willst du denn? Der Merchant, der sah so knurrt. Es ist ruhig. Zu ruhig. Das ist bestimmt so ein Hordenbums. Weil sonst würden da nicht die ganzen Explosives stehen. Leon!
Der Lift. Wenn nur diese Wand nicht wäre. Dann entfernen wir diese Wand doch einfach. Aber ich habe keinen Rocket Launcher. Jetzt kommen die Gegner. Geh etwas zurück. Alles klar. Mal gucken. Hier kann ich auf jeden Fall hoch. Und weiter. Ah, ich höre Gegner. Nur wie komme ich da hin? Ah, ich muss erst den Gerät bedienen. Nachvollziehbar. Das mache ich. Weißt du überhaupt, wie man das Ding bedient? Kein Witz. Lernt ihr sowas heute in der Schule? Klar, Leistungskurs, Baggerführer. Ich kümmere mich um die. Was ist da passiert? Oh mein Gott! Das ist meine Zeit. Das ist mein. Oh, ich kann ja Munition herstellen. Na dann. Never mind, ich kann keine Munition erstellen. Okay. Ich wollte nur diese. Oh nee! Nee, 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 nee. Oh nein! Bin er weniger motiviert, mit dir zu spielen. Ich treffe den nicht. Bonk. Ah, toll. Er droppt immer ganz guten Loot. Diese komischen großen. Oh nee. Oh, was ist denn auf einmal los? Woher kommt denn das gesamte Getier?
mein fucking Fickbert! Oh! Kann ich bitte? Halt mich das eigentlich auch? Gut. Ach, Ashley. Die löschen sich einfach selber aus. Alter, hier passiert so viel, ich kann das gar nicht kompensieren. Ah. Oh, Ashley. Du bist keine Hilfe. Okay, ich kann MP-Munition herstellen. Okay, ich kann keine MP-Munition herstellen. Ich kann auch keine Pistolen-Munition nachnehmen. Würdest du bitte? Hallo, kann ich hier mal weg? Grünes Kraut. Bringt irgendwas mit Heilung. Wie convenient. Hier liegt so viel Scheiß rum. Oder war der Explosionsfass? Naja, egal. So, dann gehen wir mal weiter. Ich wollte noch Munition für irgendwas. Hier gibt's Loot. Das schreit nach Bosskampf. Hallo. Auch schade. Ich zieh das immer weg. Kann ich eigentlich auch besser? Ja, genau.
Lässt sich ganz schön Zeit, der Aufzug. Komm, Arschley. Weißt du, ich finde, wir geben ein richtig gutes Team ab. Ich schätze schon. Oder? Wer weiß, vielleicht werde ich auch mal eine Agentin. Was sagst du? Wir könnten unser Land gemeinsam vor Gefahren beschützen. Wenn du meinst. Jedenfalls müssen wir dazu erstmal heil hier raus. Langweiler. Farewell. There is something. Das Kapitel geht ganz schön lange. Ach so, ich muss da durchs Fenster vaulten. Und vault. Easy, kein Problem. So. Bernsteintransport. Ich möchte betonen, wie wichtig die korrekte Handhabung beim Transport des Bernsteins aus dem Untergrund ist. Lassen Sie größte Sorgfalt und den gebotenen Respekt walten. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass der Schlaf des Heiligen Leibes nicht gestört wird. Okay. Immer nach Sachen looten. Zum Looten suchen. Wo man die eigentlich an den gelben Markierungen sehen sollte. Der Bernstein. Kniet nieder. Dies ist der heilige Leib. Unsere göttliche Vorsehung und bald ein unerschöpflicher Segen für alle. Las Plagas. Ich habe mir schon gedacht, ich sehe ihn nie wieder. Willkommen, meine Kinder. Ich bin Osmund Settler, die Stimme unseres Herrn. Mir ist scheißegal, wer Sie sind. Törichte Schafe, warum verweigert ihr die Gnade? Sage deinem Leib, gehorche, gehorche der Stimme unseres Herrn. Nein, nein. Stopp. Nein. Mein Kind, wehr dich nicht. Oh, wie convenient. Ich habe ja alles verballert, wisst ihr doch. Hatte ich nicht nur 20 Schuss? Gottlosen Sündern, deine Buße wirst du von meinem getreuen Jünger ableisten. Komm, Kind, du musst keine Angst haben. Übergib dein Leib und befreie dich von Angst. Warum hat er das nicht gleich so gemacht? Sadler, du Bastard. Das war's noch nicht. Das Chapter geht noch weiter. Oh, ein gelbes Kraut. Ich hätte die Tür wenigstens abgeschlossen. Ich
Ich mach keine halben Sachen mehr. Noch wer? Was war hier eigentlich? Oh! Ein Gegner-Spawnpunkt, das war hier. Okay, bye. Magnum-Munition. Oha. Einrichtung von Verteidigungsanlagen. Wie gewünscht ist die Sanierung der Insel in vollem Gange. Um Eindringlinge abzuwehren, wurden Waffen und Verteidigungsanlagen installiert. Wenn wir fertig sind, wird die Insel eine einzige Festung sein. Wir werden uns mit diesen Mitteln nicht bis in alle Ewigkeit verteidigen können, aber bis zum Abschluss unseres Plans sollte es reichen. In jedem Fall bringen sie uns, unserem Ziel von der Weltherrschaft, ein ganzes Stück näher. Niemand wird unserer Macht etwas entgegenzusetzen haben. Jack Krauser. Ja, der ist ja... ist ein Mitglied der... wie nenne ich das? Dieser Sekte geworden. Mir fällt gerade auf. Herstellen. Kraut plus Kraut. Und hier kann ich herstellen. Machen wir erstmal ein. In Gelb plus Grün. So, ein Schießpulver. Was war hier noch? Pistolenmunition. Ja. Waren das alle? Also, Zettler hat jetzt Ashley mitgenommen. Das heißt, sie kann mir auf jeden Fall nicht mehr gefährlich werden. Akte zur Fall Operation Javera. Javier. Hey, Junge. Selbst unter den obrigsten Mitgliedern der US-Regierung haben nur wenige je von diesem Namen gehört. Und es ist auch nicht verwunderlich, denn diese Operation wurde nicht öffentlich gemacht. Sie wurde durchgeführt und dann begraben. Der Grund, sie war unmenschlich. Alles begann 2002. Als eine kleine Einheit von US-Spezialkräften nach Südamerika entsandt wurde, um dort ein Gebiet zu infiltrieren. Ihre Mission war es, die Drogenkartelle zu zerschlagen. Es dauerte mehrere Jahre, die Operation vorzubereiten und nur besonders befähigte Soldaten wurden dafür ausgewählt. Ich weiß nicht, ob die Mission ein Misserfolg war oder nicht, aber ich weiß, welches Schicksal die besonders befähigten Soldaten an ihrem Ende erleiden mussten. Offenbar wurden... bis auf den befehlshabenden Offizier, Major, ja, die gesamte Einheit ausgelöscht. Und nicht durch die Kartelle, sondern die USR. Es wäre sicherlich kein Problem gewesen, eine einzelne gestrandete Einheit zu bergen. Ein einziger Helikopter hätte ausgereicht, aber aus irgendeinem Grund reagierte das Militär nicht. Gerüchten zufolge war diese Entscheidung die Folge eines Machtkampfes in den oberen Reihen. Andere sagen, dass der damalige Präsident selbst habe eine entsprechende Anordnung gegeben, aber wir werden die Wahrheit wohl nie erfahren, denn die ganze Angelegenheit wurde vertuscht. Eine Sache bin ich mir allerdings sicher. Die US-Regierung hat diese Leute sterben lassen. Mutige junge Menschen, die ihr Leben ihrem Land verschrieben hatten.
Ich will diese Verbrechen ans Licht bringen, nicht weil es meine Verantwortung als Journalist ist, sondern weil es meine Pflicht als Amerikaner ist. Fußnote 1. Beim Obrigen handelt es sich um ein von einem amerikanischen Journalisten namens zensiert verfasstes Manuskript bezüglich Operation Javier. Fußnote 2. Dieser Artikel wird nie veröffentlicht werden. Um den Journalisten wurde sich bereits gekümmert. Sympathisch. Ich warte. Du bist weit gekommen, Rookie. Ich habe in der Nähe ein Schlachtfeld vorbereitet, nur für uns Soldaten. Hunderte Jahre lang haben unzählige Generationen es mit ihrem Blut getränkt. Es ist der perfekte Ort, um zu beenden, was vor 2 Jahren war. War denn vor 2 Jahren? Wie diese Operation da? Ashley Grahams, Entführung. Phase 1, Abfahrt mit der Zielperson vom Campus. Zielperson wird Zielperson wie gewohnt bis zum Beginn von Phase 2 eskortieren. Im Fahrzeug sollte nebst Baker 3 weitere Personen sitzen. Abels Einheit fährt in einem separaten Fahrzeug hinterher. Fahrt die übliche Route. Phase 2. Probleme mit dem Motor vortäuschen und das Fahrzeug stoppen. Zielperson zu Abels Wagen führen. Phase 3. Abels Einheit weicht von der üblichen Route ab. Zielperson betäuben und fesseln. Zielperson in einen Container einschließen. Phase 4. Bakers Einheit sorgt für Ablenkung. Henrys Einheit hackt die Datenbank der Ermittlungsbehörde und legt ihr Netzwerk lahm. Phase 5. Treffen bei Punkt K9 und Transfer der Fracht auf das Schiff. Ein Erste-Hilfe-Spray. Ich glaube, das werde ich brauchen. So. Na dann. Hallo, Fremder. Hallo, Händler. Ich glaube, ich werde die, Besten Dank. Ich glaube, ich werde die, Ohne das nötige Kleingeld sind mir leider die Hände gebunden. Schutzweste brauchen. Was ich derzeit habe. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Kann ich so kommen, jederzeit wieder. So, dann speichern wir nochmal. Bevor es da wahrscheinlich im Bosskampf gegen Krausy Boy geht. Gewartet, Rookie. Oh, machst dir Sorgen um die Kleine, ist es das? Sieht dir ähnlich. Du hattest immer ein schlechtes Urteilsvermögen. Aber wenn du glaubst, dass du hier lebend durchkommst, bist du noch naiver, als ich dachte. Du kannst sie nicht retten. Du kannst niemanden retten. Hören Sie auf, Krauser! Für diese Verrückten zu arbeiten, bringt niemanden zurück. Und wozu überhaupt? Rache an der Regierung? Hätten ihre Männer das gewollt? Rache? Du denkst, ich mache all das für Rache? Darum geht's hier doch, oder nicht? Dort, in dem Dschungel, ist mir was klar geworden. Das Wichtigste in dieser Welt ist reine, unverfälschte Macht. Los Illuminados gaben sie mir. Sie waren immer ein Arsch. Aber sie waren ein Mann von Ehre. Von Stolz. Sehen Sie sich an.
Genug geredet. Ausrücken und Feuer frei, Soldat! Schwing die Hupe, Rookie! Hab ja keine andere Wahl. Was ist los mit dir? Zeig keine Gnade! Wo bleibt dein Instinkt? Und ein gottverdammter Schwächling! So ein Rumgezappel haben sie bestimmt nicht beigebracht! Dafür aber niemals den Feind des Tempels überlassen. Einfach drauf schießen. Was? Oh, ein grünes Kraut. Kann ich Munition herstellen eigentlich? Ja. Um quasi Platz zu bekommen. Oh, wie ging das mit Block nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie das mit Blocken geht. Ich konnte noch irgendwie blocken. Benutze das mal. Eigentlich interessiert mich Ashley auch gar nicht. Wo muss ich denn lang? Weißt du noch, der Kampf im Dschungel? Wir haben es gerade so lebend rausgeschafft. Hör auf dein Bauchgefühl, nicht denken. Das war das Erste, das sie mich lehrten. Dieser Ort ist eine einzige Falle. Hier habe ich keine Chance. Okay, quasi immer, wenn er diese... ich das deaktivieren. Okay, das explodiert. Bereit zu sterben, Rookie. Oh.
Ich war auf alles vorbereitet, dass auf Bären fallen. Was zur Hölle? Oh. Ich hasse Bärenfallen. Wo muss ich eigentlich lang? Ach, da oben ist das Ding. Okay. Jetzt kann ich hier lang. Mit Guerillataktiken kenne ich mich aus, weißt du noch? Wie könnte ich das vergessen? Shit. Ein Seidenkristall. Ich wollte außen rumgehen. Geht doch nichts über dir. Noch am Leben, hä? Pures Glück. Das reicht. Sieht wieder aus wie so eine Falle. Habe ich eine Waffe, die keine Munition hat? Equipped. Was? Ach, da oben ist der. Zugegeben, dass du bis jetzt überlebt hast, verdient Anerkennung. Ich wäre tot, hätte ich weiter auf Leute wie sie gehört. Ich frag ihn, wenn ich ihn sehe. Dieses Rumgehampel bringt dich noch ins Grab! Der ganze Aufwand nur für mich? War doch nicht nötig. Du bist eben was ganz Besonderes. Wie nett, dass die Granaten markiert wurden. Sicher, dass wir keine Verschnaufpause brauchen? Der Arm muss höllisch wehtun. Neue Wunden sind der beste Weg, die alten zu vergessen. Du bist verweichlicht. Sie ziehen das echt durch? Es ist noch nicht zu spät. Er wird wirklich ein Messer oder so. Indem ich mich hinter einer Säule verstecken. Und du hast nichts dazugelernt. Und ich muss sagen, du enttäuscht mich. Von ihm nehme ich das als Kompliment. Ich nehme mein erstes Hilfespray. Ich komme hier nicht weg! Aus nur ein rotes Kraut! Steht.
fertig, Krauser? Wie oft habe ich dir gesagt? Oh Gott! Du bist zu weich, um zu tun, was nötig ist. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, Rookie. Ich habe kaum Heilung noch, Leben noch, heißt das. Soll also ihre wahre Kraft sein? Ich würde mein Geld zurückverlangen. Glückwunsch zu ihrem neuen Glauben. Gelbes Kraut. Ich habe aber grünes. Nevermind, da ist grünes. Ich würde trotzdem noch warten, bevor ich sie verwende. Ich habe zwar Steuerung gedrückt, aber okay. Na dann. Shit. Wir sind noch nicht fertig. Das wird deine letzte Lektion. Nein. Wird Zeit, dass der Lehrer was lernt. Oh, wie zuversichtlich. Greif an, Rookie! Komm schon! Oh, bist du bereit, Rookie? Ja, bringen wir's zu Ende. Bin ich überrascht, dass du so weit geschafft hast. Nicht schlecht, aber so viel hatte ich mindestens erwartet. Immerhin weiß ich besser als jeder andere, was in dir steckt. Eine verdammte Schande, dass du die Wahrheit nicht sehen kannst. Wie lange hast du denn noch vor, in diesem primitiven Körper zu kämpfen? Bis die Mission erfüllt ist, hätten sie einst auch so gesagt. Du musst aufhören, in der Vergangenheit zu leben. Der Krauser, den ich kannte, ist tot. Ich wurde wiedergeboren. Ich bin besser, als er jemals sein konnte. Immer noch zu langsam. Ja. Deine Deckung!
Tue ich doch, deswegen kletter ich die Leiter hoch, anstatt zu dodgen. Ja, ich weiß. Gibt es bald nichts mehr zu beschützen. Früher hätten sie das gewusst. Genau da liegst du. Ich wusste gar nichts. Jetzt schon. Du kannst diese Macht nicht verleugnen. Stell dir vor, über welche Stärke du verfügen könntest. Und zu so einem Freak werden wie sie? Das soll wohl ein Scherz sein. Immer versuchst du, das letzte Wort zu haben. Zu beenden. Dann mach.
Ein Boltcut. Das hat er, was sie nicht haben. Oh, ich hab geschafft, Alter. Holy moly, war der Kampf intensiv, Alter. Tu, was du tun musst. So ist gut. Hab dich gut trainiert. Leon. Einsatzmesser. Bevor ich hier überhaupt irgendwas mache, möchte ich noch den restlichen Loot haben. Ist das Kapitel jetzt irgendwann mal vorbei? Ja, der ist tot. Oh, ich hab's geschafft. Puh. Ja, Leute. Das war Resident Evil 4, Kapitel 14. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Kampf gegen Krauser war sehr intensiv, hat mich einige Versuche gekostet. Und einige Stunden Spielzeit. Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne einen Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. We'll be right back.